So, wir kommen hier. Oh, Serienrallye-Wagen. Das hört sich schon mal interessant an. Look very closely at this group and you will find the Audi Sport Quattro, a Ford and a Toyota. Otherwise, it's all Subaru Imprezas or Mitsubishi Evos. Literally thousands of them. Of course there are. This is the production rally group after all, and as we all know, only Subaru and Mitsubishi make rally cars. Or did make, at least. However, if you are over the age of 12, and before you all head off down the road in whichever vintage Imprez Evo takes your fancy, do take a steer in the Escort RS Cosworth. Because without the Ford, there would be no Evos and Imprez. The Cosy invented the concept of a car as hooligan. Think about it. Largely unsophisticated four-cylinder turbocharged engine? Check. Unjustified sense of invincibility inspiring four-wheel drive? Yes. Larry aerodynamic appendages? Oh, yes. Not that you care, what with all those Imprezas and Evos to play with. So, ich muss ganz ehrlich sagen, also laut meinem Geschmack müssen wir eigentlich die Karren hier gar nicht durchschauen. Obwohl, hier gibt es ja mehrere verschiedene Variationen. Aber natürlich, ganz klar, ein Lancer Evolution muss her. Hier gibt es aber noch verschiedene. Hier den 6er, GSR. So, was gibt es schon noch? Den 7er MR. Der Subaru. Wow, natürlich nehmen wir den 10er, hallo. Das ist doch mal eine schöne Karre. So, mal gucken, was wir hier für Designs vorgeschlagen bekommen. Ob da was Gutes dabei ist oder auch nicht. So, ja, ja. Alles so Japano-Style. Wobei der eigentlich auch nicht schlecht aussieht. Aber wobei, da muss man halt auch wieder sagen, ich sag mal, da sind halt die Heckspoiler und so alle schon angebaut und da müssen wir das ja noch selber machen. Wobei das eigentlich auch schon mal nicht schlecht aussieht. Nimm mal das da. Und dann gucke ich mal, dass ich noch die Heckstoßstange so hinbaue. Oder das ganze Zeugs. So, einmal noch kurz speichern. Das ist Ihr 2008er Mitsubishi Lancer Evolution 10 GSR. Jo, sehr schick. So, kann ich den jetzt irgendwo noch... Warte, wenn wir mal zurückgehen. Noch ein bisschen hier verschönern. So, meine Autos. Einmal den hier. Ja, obwohl, also, hier auf Upgrade. So, hier weiß ich nicht, nur mit Motor und so. Lassen wir mal, vorerst. Vielleicht kommt es auch eher später in den späteren Rennen. So, hier aussehen und so. So, die Heckstoßstange. Ich glaube, das war da dabei. Das letzte sieht eigentlich ganz cool aus. Machen wir mal gleich dazu. So, als Heckspoiler. Ich muss sagen, der Standard-Heckspoiler sieht eigentlich auch schon geil aus. Wobei der da eigentlich auch nicht schlecht aussieht. Aber ich finde halt, der Standard, der passt halt auch schon irgendwie dazu zu dem Evo. Zu dem kompletten Style. Deshalb lasse ich den mal drin. Heckstoßstange. Haben wir nur eine? Ja. Ja, können wir mal reinmachen. So, was haben wir noch? Die Schweller. Machen wir mal den letzten rein. So, und dann haben wir hier noch Motorhaube. Weiß nicht, ob da eine dran war. Okay, da verändert sich auch nicht viel. Aber das Gesicht... Gesicht, ja, genau, das Gesicht. Hier das Gewicht wird um 2 Kilo weniger. Machen wir das mal hier ein bisschen Upgrade, dass es ein bisschen leichter wird. So, und dann können wir auch gleich loslegen. So, wir wollten... Ach, nicht hier rein. Hier waren wir drin und dann auf Serienrallye-Wagen. So, hier den Mitsubishi. Nicht zugelassenes... Was? Aufgrund der Upgrades ist hier leider nicht zugelassen. Was laberst du?
Ja, dann soll es halt, ja, dann halt automatisch konfigurieren, aber das ist ja auch blöd. Hallo? Oder was will denn das hier reinbauen? Aktuell, neu, aha. Das heißt, wir sind zu leicht, oder was? Okay. Na dann, hat es ja voll was gebracht. So, 8 Rennen. Erstes Ziel Spa in Belgien. Unser heutiges Ziel ist der Circuit de Spa-Francorchamps in Belgien, der als einer der anspruchsvollsten Kurse der Welt gilt. Uiuiui, anspruchsvollste? Also gefahren bin ich den auch schon mal ganz sicher ein paar Mal, aber... Ist der so anspruchsvoll? Ich weiß es gerade gar nicht. Lassen wir uns mal überraschen. So, aber hier, das sieht auch schon cool aus. Hier die Linkskurve so runter. Auf die Zielgerade. So, hier sieht man es auch schon ein bisschen. Ja, eine schöne lange Gerade. Eigentlich auch gar nicht so viel Kurven oder nicht so viel Enge. 1, 2 sind schon dabei. So. Jo, dann würde ich mal sagen, wir legen gleich los. Ich sag mal, die Schwierigkeit und so ist ja noch alles drin und da müssen wir eigentlich nichts ändern. So, hier ist auch wieder so ein Rechtslenker. Auch wieder so was Ungewohntes. So, mal, bin ich mal gespannt, wie der sich so fahren lässt. Hier auch mit Allrad und so. Ob das was wird oder nicht. So, 16 Leute fahren mit. Oh, 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 Oberlade. Ja. So, ja, es ist nichts kaputt gegangen, deshalb fahren wir mal so weiter. Gar nicht auf die... Hallo? Hallo, fahrt ihr mir da hinten rein und schon der... Hallo? Kann man nicht mal geradeaus fahren? Da von jeder Seite betatscht. Gibt's ja gar nicht. So, den mal hinten... Oh, ne. Da ist was kaputt gegangen. So, machen wir hier nochmal weiter. So, geht doch. So, wie viele Runden haben wir überhaupt? 2 Runden. Okay. Ja, dann sollten wir ja schon noch hier ein bisschen Plätze gut machen. So, perfekter Windschatten. Okay. Hier ist ja schon voll weit weg gewesen. So, ja, genau. Oh, oh, oh. Hier geht die Schelpe schon ein bisschen kaputt. So, einmal schön gegen die Sonne. So, man fängt an zu bremsen. Jetzt einmal. Ah, ich habe zu wenig gebremst. So, jetzt haben wir hier mal Gas geben. So, hier sieht man die Schelpe ein bisschen. Ein paar Risschen drin. So, jetzt hier mal kurz ein bisschen Bescheid geben, damit wir gleich überholen können. So, wo ist er? Ich sehe ihn gar nicht. Oh, der ist noch auf selber Höhe. So, jetzt haben wir ihn aber hinter uns gelassen. Ja, come on. Einmal hier vorbei. So, hallo? Warum zieht er so an uns vorbei? Was geht bei dem ab? Auch ein bisschen seltsam. So, jetzt hier. Alter, das ist ein Kampf. Der will nicht locker lassen. So, wir sind ja auf Platz Nummer 9 und haben schon Bronze. Sehe ich das richtig? Ja, sehr schön. So, der fährt hier ein bisschen durch die Wiese. Ja, okay, kann man mit Mitsubishi auch. Schon hier ein halbes Geländeauto. So, lasst mich mal vorbei. Dankeschön. So macht man das. So, ihr gebt mal alle Gas.
Aber nicht so viel Gas. Jetzt bin ich hier rausgeschert und dann... Na, oh, zieht der mir auch noch davon. War ja mal sehr elegant. Uiuiui. Doch noch ein bisschen enger, wie gedacht. Aber die Silbermedaille... Die wäre auf dem Platz schon mal sicher. Wenn wir natürlich hier mit dem Platz beenden. Ja, und der eine, der klebt mir hier wieder am Arsch. So, hier mal ein bisschen die asphaltierte Stelle benutzen. So, aber Gold könnte doch auch noch gut drin sein. Ich meine, wir haben erst Anfang der Runde. Noch eine volle Runde. So, und die sind auch alle schön dicht beieinander. So, Platz Nummer 3. Wo ist er? Oh, ich glaube noch im toten Winkel vom Spiegel. Ist nicht so gut. Ah, da ist er hinter uns. So, was macht der? Oh, 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 will einmal hier innen durchziehen. Und schafft's auch noch. Und ich muss jetzt auch noch gucken, wie ich an den zwei Ganoven vorbeikomme. Muss mal hier ein bisschen behindern. Alle beide. Alter, ich fahre wieder viel zu aggressiv. Gibt's ja gar nicht. So, ah, sehr schön, der ist hinter uns. Der Kollege. So, immer schön auf Kontakt. So. Das sieht doch mal gar nicht so schlecht aus. Sieht sogar richtig gut aus. Obwohl, ja, okay. Das war jetzt nicht die schönste Fahrweise hier auf der Strecke, aber... Naja, drauf geschissen, solange man Platz Nummer 1 ist. Und hat mein Driver da ziemlich aggressiv. Aber von mir aus gerne so. So, hier kommt noch einmal so eine schöne enge S-Kurve. Hallo? Okay, wir kürzen einmal eine Runde ab. Handbremse. Das war auch mal gerade ein Kunststück. Sehr spezielles. Da müssen wir noch ein bisschen üben. So. Also wie langsam der da rumfährt. So, ja, unser Auto. Leicht ramponiert. Ein paar Kratzer hier und da. Fällt kaum auf. Nö. Kann man ja übersehen, wenn man nur drüber kurz vorbeischaut. So, was haben wir? Zurückspulen ein bisschen Minus, aber ansonsten schön Plus. So, wir kommen auf die Affinitätsstufe Nummer 1 und Fahrerstufe Nummer 5. Sehr gut. Kriegen wir ein paar Credits. Können wir auch gebrauchen. Haben wir erst hier Fettkohle ausgegeben. So, wohin geht's weiter?